Volvo FH16, Globetrotter 57, 8x4, Tow Truck. Ja, soweit bin ich schon gekommen mit dem Abschlepper. Die Rohversion steht, kann man sagen. Ich warte jetzt noch auf den Einbau der Reifen. Die muss ich noch kleben, gerade die Vorderreifen. Aber ich will euch das jetzt mal zeigen, wie mein aktueller Stand ist. Hier ist die Seilführung und von der hinteren Rolle, die geht hier unten durch das Seil und auf der linken Seite weiter. Von der rechten Rolle, die ihr hier rechts seht, geht es rechts lang nach vorne. Geht hier schön durch, hier vorbei, genau dazwischen. Und die Haken werden hier einfach nur eingehakt. Dann haben wir hier unten die Gabelführung bzw. halt die Halterung, wo dann später der LKW drauf stehen wird, den wir abschleppen. Hier schon ein paar schicke Details, ne? Die Griffe sind ganz schick geworden. Ich habe das übrigens mit dem Schwarz, laut Anleitung habe ich das hier lackiert, also einfach gesprüht. Hier unten kann man übrigens über diese Schrauben hier, die zwei, kann man das einstellen. Hier die Höhe. Und hier die Federung mit den zwei Stoßdämpfern. Da ist übrigens nur eine Feder drin, also kein Öl. Ja, ich habe übrigens überall schon Kugellager reingemacht, wo diese Bronzelager rein mussten. Das habe ich alles komplett schon mit Kugellagern erledigt, damit das alles leichtgängiger ist. Hier verbirgt sich das Dreiganggetriebe darunter, der Motor und davor das Schaltservo. Hier ist das Lenkservo für die Zweiachslenkung vorne. Also die beiden oder alle vier Vorderräder lenken ja. Dann hier unten seht ihr hier die lange Antriebswelle. Die geht zum hinteren Getriebe, beziehungsweise ja zum Kegeldifferential, geht dann weiter zur letzten Achse. Also deswegen 8x4, weil wir haben 8 Räder und 4 davon werden angetrieben. Da unten ist die Schaltstange für das Getriebe, also für das Dreiganggetriebe. Und hier weiter Richtung Hinterachse, Akkuhalter. Hier die Befestigung, hier diese schräge Befestigung, um die Rahmen miteinander zu verbinden. Dann hier die X-Teile sind aus Kunststoff. Damit werden die beiden Rahmen miteinander verbunden. Also oben der Hilfsrahmen und unten der Hauptrahmen. Ich sage einfach oben der Hilfsrahmen, weil der Rahmen ist ja nicht der Hauptrahmen, der ist ja ganz unten. So, hier die Gabeln. Da unten mit einem Sprengring gesichert. Kann man lösen und leicht versetzen. Gibt hier ein zweites Loch, aber macht glaube ich keinen Sinn. Genauso lässt sich hier der Abstand einstellen, indem man hier andere Löcher nimmt. Muss man hier bloß die Schraube lösen und kann die Stange dann dahin setzen, wo man möchte. Dann gibt es ein paar schicke Details, wie hier. Kleiner Schickel ist hier dran. Hier unten, wie gesagt, die Stützen. Weiter zum Seil.
Dann das Fahrzeug mal ganz, ja, mal auf den Kopf gestellt. Hier die lange Antriebswelle, hier zum Motor bzw. zum Getriebe. Da ist hier das Lenkservo untergebracht, hier sehr schön gemacht, Federung mit den Haltern hier, mit den U-Bügeln. Hier Kugel gelagert. Hier die Schrauben, die in den Stahlrahmen zum Beispiel gehen, mit Schraubensicherungslack nehmen. Bei manchen ist es nicht nötig. Da hat man so eine Flachkronenmuttern. Da ist so eine Flachmuttern, die haben so eine Verzahnung drin. Aber trotzdem wird dort Schraubensicherungslack genommen. Hier zum Beispiel selbstsichernde Muttern. Da ist das nicht notwendig. Das Getriebe ist nochmal abgedichtet. Abgedichtet meine ich jetzt hier mit so einem schönen Getriebegehäuse. Wirkt optisch schön. Jetzt geht es weiter zur Vorderachse hier. Hier drauf achten, na, dass die Schaltstange hier zum Schalten hier da wirklich auf dieser Welle davor auch drauf ist. Sonst kann sich das Ganze verdrehen. Na. Also darauf achten, gibt es ein paar Sachen, wo man darauf achten sollte beim Zusammenbau. Aber dafür, dass ich meinen ersten LKW hier zusammengebaut habe, ging das schon relativ oder eigentlich sehr gut. Und Passgenauigkeit war auch super. Ich musste nichts nacharbeiten, die ganzen Metallteile haben getan, die Plastikteile haben gepasst. Das mit den Schrauben hat funktioniert. Das war wunderbar. So, und ich habe hier noch die Teile, habe ich schon erwähnt, ne? Habe ich hier mit TS29 schwarz einfach lackiert und also gesprüht. Und ich habe die vorher nur in Spüli sauber gemacht, trocknen lassen und dann einmal drüber gesprüht. Und ihr seht, das sieht schon ganz anders aus. Das ist ja hier bei den Rollen hier nicht anders. Die Teile sind ja auch lackiert. Beziehungsweise halt gesprüht. Und für mich heißt es jetzt noch die Räder anschrauben und dann hier die Lackierung zu machen. Ich weiß es noch nicht, ob ich wirklich nur das stinknormale Gelb nehme, ob ich Orange nehme, ob ich Blau nehme, ob ich Anthrazit nehme. Ja, schwarz wirkt natürlich auch cool, wenn man so ein paar Farbakzente reinbringt. Ich weiß noch nicht, wie der sein soll, wie der werden wird in der Lackierung. Jedenfalls weiß ich nur, mit Spüli sauber machen. Ja, Primer drauf, Farbe drauf, wobei Primer nicht unbedingt notwendig ist, so sagte man mir. Aber Grundierung halt drauf, den Farbton drauf und dann kann man nochmal mit Klarlack drüber. Gibt es ja hier von Tamiya dieses in glänzend und in matt und dann ist man fertig. Wobei, das braucht man auch nicht unbedingt, aber
Ich werde es wahrscheinlich machen. Da gibt es halt, wie gesagt, noch ein bisschen Arbeit. Ansonsten hier die hinteren Felgen und Reifen schon montiert. Und ich muss jetzt noch die vorderen Felgen bzw. Reifen verkleben. Hinten ist es nur notwendig, aber vorne zumindest. Ja, ich bin bald fertig und ich habe den Zusammenbau halt dokumentiert und werde euch das auch hochladen.